Eine Fructoseintoleranz lässt sich über einen Atemgastest nachweisen. Bei einer Fructoseintoleranz können unsere Dünndarmzellen die Fructose nicht richtig aufnehmen und verstoffwechseln. Deshalb erreicht die Fructose den Dickdarm. Dort bauen unsere Darmbakterien die Fructose ab und bilden dabei Wasserstoff. Der Wasserstoff gelangt innerhalb weniger Minuten aus dem Darm über das Blut in die Lunge und lässt sich im Atemgas messen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Atemgasproben für eine solche Messung nehmen. Ich habe mir schon mal alles zurechtgestellt, was wir benötigen. 250 ml warmes Wasser, ein Glas, ein Löffel, die Testlösung, das Mundstück und die beschrifteten 5 Proberöhrchen. Nun geht's zur Entnahme der Referenzprobe. Ich nehme mein Mundstück und das Röhrchen mit der Nummer 1. Achten Sie bitte darauf, dass Sie beim Ausatmen das Mundstück fest umschlossen lassen und am Ende des Ausatmens das Röhrchen runterdrücken, kurz halten und wieder rausziehen. So, das war die Entnahme der Referenzprobe. Ich gebe das Röhrchen ins Tütchen und notiere auf dem Testprotokoll die Uhrzeit. Ich nehme jetzt die Testlösung, öffne das Döschen, gebe den Inhalt in das Glas und fülle das Wasser dazu. Jetzt tränke ich die Testlösung zügig und stelle mir den Wecker 30 Minuten, denn dann findet die nächste Entnahmeprobe statt. Die halbe Stunde ist rum, Zeit für die zweite Entnahme. Ich nehme wieder das Mundstück, das Röhrchen mit der Nummer 2, hole wieder tief Luft, gebe das Röhrchen oben rein, drücke es am Ausatmen runter und ziehe es wieder heraus. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die ganze Zeit das Mundstück im Mund behalten. So, das war schon die Nummer 2. Ich gebe das Röhrchen in den Beutel und notiere die zweite Entnahmezeit. Jetzt sind wir am Ende. Jetzt kommt alles in das mitgelieferte Versandset. Das Auftragsformular, der Testprotokoll, die Röhrchen und auch das Mundstück. Dann wird alles verpackt und zur nächsten Poststelle gebracht. Spezielle Geräte können den Wasserstoff in der Atmung messen. Das Atemgas der Probe gelangt über eine Spritze in das Messgerät, das die einzelnen Bestandteile der Atemluft auftrennt. Die Bestandteile der Atemgasprobe wandern nacheinander an einem Detektor vorbei und verursachen in der Messkurve eine Spitze, den sogenannten Peak. Enthält die Atemgasprobe mehr Wasserstoff, wird der Peak an der entsprechenden Stelle größer. Vergrößert sich der Peak bei der Messung der Proben 1 bis 5, konnte eine Fructoseintoleranz nachgewiesen werden.